So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, wir haben jetzt noch eine Quest hier unten zu machen. Ich möchte aber kurz die anderen Quests noch annehmen und irgendjemand klopft hier wie blöde an meine Decke. Mein Vater und meine Schwester, wahrscheinlich mein Vater, der mehr mag das Klopfen. So. Nun gut. Wir laden die Map. Sehr gute Map. Da ist eine Map, Quest. Ja, Allerhalbtal. Töte Baby. Okay. Und hier haben wir noch eine Quest. Dunkelhydra. Hyäne. Okay. So. Dann haben wir hier keine Quest mehr. Nö. Aber wir können die Quest gerade kurz machen. Die sollten hier nur groß sein. Ach komm, bisschen schneller. Hopp, hopp, hopp. Ja, und wo sind sie? Das? Nein, das ist ein Panther. Ne? Da unten jetzt plötzlich. Okay. Dann gehen wir runter. Zum Strand zuerst. So. Durch den Busch. Ja, hier gibt es wirklich nicht mehr so viele Quests. Vielleicht noch eine Folgequest. Und dann müssen wir noch in die andere Städte. Also die erste, die zweite habe ich schon komplett. Nein, in der zweite habe ich noch zwei. Die sollten wir dann auch noch machen. Glaube ich. Oder habe ich die jetzt gemacht? Weiß ich nicht mehr genau. In der dritten. In der fünften Stadt. Sechste Stadt. Jo. Dann ist leider schon vorüber. Ja, ich bin bald Level 36. So. Ausgewachsene Aquantis töten. Das machen wir kurz. So, und dann haben wir bald ein Level Up, das ist sehr schön. Ja, das ist ein Anführer, den will ich jetzt nicht gerade killen. Es ist wieder so eine Gegnerart, wo extrem weit auseinander ihre Ding hat. Da drüben haben wir den Baby. Okay. Den Baby. So. Was ich momentan noch mit euch besprechen will, ist einfach die Sache, dass nun gut, die Leute halt nicht immer irgendwie etwas schauen wollen, gerne die Kanäle wechseln und so, das nehme ich natürlich ganz und klar an. Ja, die Bindung ist halt noch nicht so da bei mir, bei anderen sicher auch, mit meinen Abonnenten umkreist, also Zahlen. Wenn es dann wieder besser wird, dann kommen plötzlich dann die Leute und wollen nicht mehr weg und feiern mich dann auch und so, aber das geht leider extrem lange. Und das muss ja jeder große YouTube schon hinter sich ergehen lassen. Ich weiß noch, wo YouTube ganz neu war. Da gab es vielleicht ein, zwei oder drei große deutsche Dinge, die hatten damals nicht mal 10.000 Abonnenten. Und die wurden damals schon gefeiert, weil sie einfach auf einer neuen Plattform waren und wussten schon damals, wie genau sie Videos aufnehmen, was sie machen müssen und so. Aber als Gronk groß wurde, da gab es schon recht gute YouTuber, aber Gronk hatte auch Glück wegen Minecraft, also ohne Minecraft wäre zum Beispiel Gronk gar nicht groß geworden oder Ungespielt oder Gomme HD. Ja, aber heutzutage habe ich so das Gefühl, niemand mag Minecraft noch. Also vor allem sehe ich es immer wieder auf unserem Server, die Leute sind in Minecraft meistens nur noch da, um bestimmte Sachen zu machen, wie zum Beispiel Rollenspiel oder PvP. Es ist irgendwie aus. Ich habe
das Gefühl, die Leute wollen einfach nicht mehr Minecraft spielen. Und das werde ich auch an meinen Video aufrufen. Schade, dass es langsam fertig ist. Ich frage mich, was momentan die Leute wollen. GTA 5 war irgendwie auch ein bisschen ein Flop. Die meisten Spiele spielen im Singleplayer oder schauen nicht Videos und so weiter. Bisschen schade. Aber nun gut, so ist die Gesellschaft, so entwickeln sich die Menschen weiter. Und ja. Es ist ein bisschen schade, dass die neuen YouTuber und so nicht auch die gleiche Chance haben wie die älteren YouTuber. Aber wenn sich die Menschen so weiterentwickeln, ja, ich sage ja nur, zum Beispiel auf Facebook, wie sich Facebook in den letzten nur halbes Jahr entwickelt hat. Oder wie sich bei Steam die Games entwickelt haben. Die Games, also ich kann sagen, neue, richtige, neue, gute Spiele kommen nur noch im Monatstakt. Heutzutage kommen alles nur noch so wie heißt das Programm? Greenlight oder so etwas. Oder einfach so finanzierte Spiele drauf, die extrem schlecht sind. Also wirklich, was soll ich mit einem U-Bahn-Simulator? Was soll ich da? Ich kenne nicht eine U-Bahn. In der Schweiz gibt es nicht mal eine U-Bahn. Oder? Ich weiß nicht, ich kenne überhaupt keine U-Bahn. Was soll ich mit U-Bahn? Ja, wenn ich unendlich viel Geld hätte oder andere Games nicht gäbe, dann würde ich es vielleicht mal anschauen, aber mehr auch nicht. Das ist ganz klar. Aber Minecraft ist so ein Spiel, das hat ein extrem großes Publikum sozusagen. Also mehrere Genres in einem, dass es einfach viel anzieht. Und das hat zum Beispiel U-Bahn-Simulator nicht. Deshalb ist es auch nie erfolgreich. Wird es auch nie erfolgreich sein. Okay, Landwirtschaftssimulator wurde auch erfolgreich. Aber das spielen Bauern oder Leute, die gerne Bauern wären. Aber nicht Spiele, die halt Hardcore sind oder so. Ja. Ein Spiel sollte eine große Gesellschaft anlocken. Und ja, halt auch nicht für irgendwelche Gesellschaft nervend sein und so. Und wieso habe ich so viele Hyänen hier? Sonst sind immer ganz viele Hyänen hier. Immerhin eine. Ja, es ist gut, mein Regnum. Ich weiß, dass ihr so scheiß lange den gemacht habt. Früher waren die viel weniger lang. Vor allem in der Beta, als ich in der Beta gespielt habe, war Regnum noch nicht so extrem langweilig. Also so langatmig gesagt. Dass man lange auf das warten muss, auf das, auf das. Die Karte hat sich sofort geladen. Ja. Leider ist es wieder so, dass ich nach einiger Zeit Charakterspielen langsam den Charakter wirklich satt habe. Nicht weil er scheiße aussieht, das sah er ja nicht aus. Dass er einfach zu viele Probleme hat. Der Baba hat einfach die Probleme mit Gegnern, die viel Schaden machen und oder schnell angreifen oder so. Und der Hexenmeister hat solche Probleme mit Fernkampf-Mobs, Spieler und so weiter. Also ja, es ist klar, dass man negative Sachen machen sollte, also Stärken und Schwächen, aber nicht so, als dass man keine Chance mehr hätte. Nein, nicht das, das da. Südkreuz. Easy, easy. Nur viel Leben. Du hast zu viel Leben. Weg da. So. 5 Fälle. War da erst kürzlich ein Spieler, denke ich schon. Weil die Herren waren vorher ja nicht.
Da, okay, ich war auch da nicht entlang. Zum Beispiel diese Hyäne war ja nicht da. Okay. Es gibt zu wenig Hyänen hier. Mehr als die Hälfte noch. Oh je. Also tut mir vielleicht leid, wenn ich den nächsten, ja, sage ich, bis eine von den Community wieder kommt oder Floster Zeit hat, dass ich einfach weniger Parts mache oder keine. Momentan geht es mir selber körperlich momentan nicht so gut. Ich habe wahrscheinlich irgendwas, einen Asthmaanfall oder so etwas. Also ich habe wenig Luft. Aber ja, gerade geht's wieder. Also ist scheinbar ist nur kurz gewesen oder so. Aber schwach fühle mich trotzdem noch. Also ja. Aber eben, Let's Playen braucht nicht viel Kraft oder so. Das kann ich trotzdem machen. Aber weil es mir schon ein bisschen auf die Stimmung schlägt, kann es sein, dass es weniger kommt. Aber ich gebe mein Bestes, dass natürlich wieder mehr kommen. Mal schauen. Dafür nehme ich ja jetzt wieder auf, am gleichen Tag wie die vorherigen zwei Parts. Oh nein, ein Part, genau, ein Part heute Morgen. Okay, der andere war gestern Abend. So. Wir haben 11 von 15. Die anderen sind wahrscheinlich wieder dort hinten aufgetaucht. Sonst warten wir einfach kurz. Hier hätten wir noch eine. Gut. Also die Fortschlachten, die werden dann viel spannender. Ich werde am Anfang wahrscheinlich nur mitreißen. Und Fortschlachten machen, also fortwarten. Aber das kann ich danach schneiden. Kein Problem. Das Warten. Oh, die Herzen, wie süß. Wo ist jetzt hier eine? Noch nicht aufgetaucht. Schade. Warten wir hier kurz. Irgendwann tauchen sie auf. So. Da oben ist eine. Da oben sind zwei. Aha. Verstehe. Also das ist schon ein bisschen peinlich für die Entwickler, so einen Fehler zu machen. Die haben wahrscheinlich nur so ein Netz drüber gespannt, wo dann die Mobs spawnen und egal wo sie spawnen, sie dürfen dort leben. Ein bisschen Magma-Klolems kloppen. Buff ich nochmal. Irgendwann tauchen auch die hier am Boden auf. So. Aber ich renne jetzt mal nach oben. Da gibt es sicher auch noch irgendwo eine hier. Hier haben wir eine. Sehr gut. 11 oder? 14 müssten es sein. Ich habe hier nochmals drei getötet. 14 ist jetzt, okay. Noch eine. Komm schon. Hirnen, ihr Hirnas. Also ist ja das Aggersburg fort eingenommen. Okay. Da ist eine. Jo. Sehr schön. So, dann gehen wir wieder oben durch. Was sind denn das für Lavakessel? Komm schon. Ach komm schon, ey. Dickes Fell. Endlich. Ich will jetzt ein Level bekommen. Langsam wird es wieder Zeit. Jetzt muss ich hier noch etwas machen. Will Orks töten? Oh Gott. Töte dies, töte das. Also ich mag überhaupt keine Grand Quests. Früher gab es so geile Quests in den Asia-Rollenspielen und so. Gab es richtig geile Quests.
Wieso können die das heutzutage nicht mehr machen? Wieso hat sich Japan so extrem ins Grinde? Okay, es ist nicht Japan, es ist eher China und Südkorea, aber wieso Grindequests? Wieso nicht mehr? Weshalb? Was haben wir euch angetan? Aber es gibt auch sehr gute Quests in Games. Aber dazu ist eher so GTA 5 oder so zuständig. Sleeping Dogs. Das hat recht gute Quests. Und so weiter. Okay, dann nehme ich halt den nicht. Wenn man halt man runterrutscht. Komm mal hier hoch. Einen. Da oben ist zwei. Mit dem Schatz. So. Das sind alles Knechte. Der da oben nehme ich jetzt mal nicht. So. Da ist nochmals ein Gestein. Das sind auch Knechte. Knechte. Ah, fünf. Geil. Ja, Motivation ist wieder da. Noch nicht ganz. Aber halb. Nacktmulle gibt es nur einmal oder gibt es irgendwo nochmals? Ich glaube nicht. Warum zu vergessen, nochmals einzubauen? Aber es ist besser, als jeder Ding 20.000 Mal irgendwo herumtanzen lassen in verschiedenen Stärken. Nun gut, ich brauche bitte nochmals. Hä? Da ist noch einer. Schade, dass manche nicht mehr so oft online sind. Wir haben wahrscheinlich auch so langsam keinen Bock mehr, aber hey, ich hab noch Bock. Also, eine Aufnahme ist ja nicht so schwer zu machen und das Hochladen auch nicht. Es kommt halt darauf an, wie ich in-game, also während der Aufnahme, so Bock habe, aber noch genug, um irgendwas aufzunehmen. Und eben. Die Motivation kommt ja auch gleich mit dem Fortschlachten. Ich werde sicher einen der nächsten Parts nochmals einfach mal mit Ding, auch wenn ich sterbe. Einfach mal mitkommen. Mit den anderen. Und jo. Hier sind ein paar mehr, das ist wenigstens anständig. Das gefällt mir. Ah, wir haben sie. So. Also Zwei-Waffen-Kampf ist schon viel stärker als Zweihandwaffen. Es hat viel schneller ist. Da muss man nicht stundenlang warten, bis er wieder zuschlägt. Und es regnet schon wieder immer. Aber in der Vulkanzone regnet es nie, glaube ich, oder? Ich denke, es passt nicht so. Also alle müssen wir dort abgeben. Okay, da unten müssen wir auch noch etwas machen. Hä? Das ist der Windanhänger. So, Taschmann. Okay, noch nicht. Keine Erfahrung gesammelt oder was? So, machen wir noch das kurz mit hier unten. Ich hoffe, die Quest ist dann fertig und mein Vater. Mein Vater tut schon wieder so blöd. Mit dem Bein klopfen und Boden stampfen. So. Was willst du jetzt? Alexis geblieben. Oh. Nun gut.
Dann geben wir zuerst die Quest hier oben ab. Dann gehen wir ins Alexis-Gebiet. Es pisst und pisst und pisst und hört nicht auf. Petrus, pissen Sie nicht immer. Es gibt wieder solche Beschwemmungen. Ja, bei uns fängt es auch bald an zu regnen. Am Nachmittag war es so extrem heiß, dass ich lieber drinnen geblieben bin. Und jetzt regnet es wieder. Ja, wir bekommen so wenig Erfahrung. Nur ungefähr 1000. Da brauchen wir noch ein bisschen Level. Sonst kloppen wir ein paar Monster. So. Das müssen wir hier machen. Vielleicht ist es die Vorquest zum jetzt zum Winteranhänger. Könnte ja sein. Was ist das? Ein Baum? Ein Baumstumpf. Ja, wie viel Malexis-Gebiet willst du noch einblenden? Hallo. Was ist ein Ignis? Wo ist die fette Igenmasse? Ja, dann würde ich sagen, auf nach Herb, oder? Ah, wie Argus. Alles fliegen das E raus. Was? Ah, fliegen da E raus. Okay. So. Kein Bock gegen Ritter. Was ist der Speed? Der Speed. Nach Barbar tun das am meisten, weil der schnell ist. Oder Schütze, aber Schütze, ja. Da oben ist er. Genau da. So, Alexia. Was zum Ork werden? Nein, ich will nicht zum Ork werden. Ich kenne da eine gute Geschichte. Über einen Physiker, der gerne wütend wird. Und dann auch grün wird. So. Also in aller Hetze haben wir wahrscheinlich nichts mehr. Also dann gehen wir. Ja, gehen wir ein paar Monster rauskloppen. Dann haben wir das Level, bevor der Paar abläuft, sonst haben wir das Level nicht. Nein, ich bitte nicht Herb. Ah, nein, das Herb ist ja das unten. Ja, das in der Mitte von den Süden. Samalis und so vor. Weil dort kloppen wir die Monster. Okay, müssen nicht dort kloppen, sondern näher der Mauer des Tores, aber ja. Ins Fort alles zu Hause. Ja, wenn es mich wirklich recht langweilig ist hier in-game, dann werde ich wahrscheinlich ein Jäger Let's Play, also weiter Let's Play in der Jäger. Und nebenbei werde ich den Beshi leveln und ganz viele Monster mit ihm töten. Also am besten immer sehr leichte Mobs, damit ich so wenig Level wie möglich und die Items dann immer wieder schicke. Und mich verteile herzens gerne Items. Also wenn ihr Bock habt anzufangen, dann dürft ihr gerne ein paar Items für mich von mir haben. Ja, momentan habe ich leider nicht viel, außer eben die Edelsteine. Die Ringe könnt ihr haben, die gibt es aber auch von Quests. Ja, hier im Lager habe ich noch ein paar. Also zum Beispiel das Sudang-Schwert könnt ihr sicher haben. Die Sichel-Axt für Level 36, die nicht, aber die vorherige. Ich habe ja da auch eine Stachel-Axt hier. Die, jo. So. Die müssen wir töten, die Meisterkrieger. Gut, dann loskloppen.
Die sind immerhin noch einfach. Noch nicht sehr einfach. Da kann ich da auch noch ein paar Items sammeln. Ah, die Schlangen kann ich besiegen. Nein. So. Eine sehr große Korallenschlange. Gut. Ah, schön. Drei Schläge, sie ist tot. Da sieht man, wie stark ich schon bin. Wenn ich einen Gelben mit drei Schlägen tot mache. Südkreuz und 739 Schaden. Sehr schön. So, noch ganz wenig. Man sieht schon den nicht vorhandenen Balken, also der schwarze nicht. An Aquamarin brauche ich nicht. Kaufen ist recht gut, weil die Sachen, die man kaufen muss, recht teuer jetzt sind. Hallo? Das ist so lange Ladezeit, also so Vorbereitungszeiten. So, also der Part morgen ist ein Jägerpart und der morgenabends ist ein Dingpart. Ein Fortschlachtenpart. Schauen mal, wie viel sind dann online und vielleicht bringt es ja etwas. So, wir sind Level 36. Jetzt kann ich die Axt verwenden. Im nächsten Part werden wir noch kurz killen. Gut. Ja. Also. Ich möchte das Pferd. Danke wegen dir. So, bist du hier gespawnt, hä? Wieso? Wieso? Wieso denn? Nun gut, ein paar können wir noch kurz kloppen. Die sind jetzt sehr einfach. Immer noch einfach, sehr schön. Ja, dann lohnt sich die noch ein bisschen zu killen. Ja, manchmal gibt es wirklich Phasen, da droppen die gar nichts. Und dann gibt es wieder Phasen, wo zwei, drei Edelsteine hintereinander kommen. 300, ja klar. Du frisches Tier. Geh weg. Hallo, geh jetzt weg. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. So. Haben wir noch etwas zu kloppen da vorne? Alles kommen und direkt mal Crash. Was ist denn los mit denen? Ich habe nie Crash. Okay, nie. Wenige Crashs. Gestern Abend hatte ich noch einen Crash. So. Also, das reicht. Dann sage ich mal Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.